Am Freitag, dem 12. Juni, war ich schon um 6 Uhr wach. Und das ist sehr begreiflich, weil ich Geburtstag hatte. Aber um 6 Uhr durfte ich noch nicht aufstehen. Es war zu früh. Also musste ich mich noch bis 7:15 gedulden. Dann ging es nicht länger. Um 7 Uhr lief ich zu Mama und Papa ins Wohnzimmer, um die Geschenke auszupacken. An erster Stelle warst du es, die ich zu sehen bekam und was eines von meinen schönsten Geschenken ist. Hier stand die ehemalige MTV-Halle, in der der Bergen-Belsen-Prozess stattfand. Bergen-Belsen war das KZ, in dem Anne Frank umkam. In diesem KZ gab es über 50.000 Tote in der NS-Zeit. In dieser Halle fand von September bis November 1945 der erste Kriegsverbrecherprozess der Alliierten auf deutschem Boden statt. Und ein großer Teil der Wachmannschaft wurde hier vor Gericht gestellt. Anne Frank wurde am 4. August 1944 in Amsterdam verhaftet. Das KZ Bergen-Belsen befand sich im Landkreis Celle, etwa 75 Kilometer von Lüneburg entfernt. Anne Frank kam am 1.11.1944 nach Bergen-Belsen und starb dort kurz vor der Befreiung im Jahr 1945. Sie starb an Fleckfieber.